Und hiermit herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Dinkelberg. Sollen wir den machen? Sollen wir den nicht machen? Ich bin überfragt, ich esse erstmal was. Du musst... Na, ein bisschen hier... Volle Heilung... Komm, mach mal das mit mehr Angriffskraft. Komm, ich riskiere es jetzt einfach. Ich riskiere es. Death Counter, here we come. Das ist ein schwarzer Leute. Ich mache doch lieber einen großen Bogen um ihn und ich würde mal sagen, wir gehen direkt zum Schrein. Aua, das tat weh. Das tat weh. Das sind doch diese Mini-Rocks, oder nicht? Sieht so verdächtig aus. Natürlich. Aua. Dankeschön. Macht ihr die bitte kaputt? Ich gehe zum Schrein. Alle haben sie jetzt auf Link abgesehen. Doch nur zum Schrein. Utuma-Schrein. Als ob. Keine Prüfung. Das ist doch ein Treuschrein, oder? Okay, nehme ich denn einfach mal so an? Ich habe mich jetzt eigentlich auf eine Prüfung gefreut. So, das kann weg. Das auch noch eins. Da auch. Ich denke mal, wir gehen als nächstes hier hin. Die drei Schreien wollte ich hier in der Umgebung machen, damit wir mit der Hauptstory weitermachen können. Aber vorher würde ich dann wieder kurz zurück zu den Ornis gehen und mir einen neuen Herzteil holen.
wenn wir eh schon wieder viel beisammen haben. Mehr Herzen sind halt eben mehr Herzen. Stimmt, ich muss ja hier jetzt jedes Mal hier so einmal Katschinga. Ach ja, die ganzen Kornfelder mit den Erinnerungen, da werden Erinnerungen wach. Batschum. Sturzflug. Das ist auch so ein Schrein, wo ich nichts machen muss. Ich bin zu doof. Das war jetzt ein bisschen fehlig, aber gut. Hat niemand gesehen. Aber jetzt mit Ruhe und Gelassenheit. Sternschnuppe. So. Ja, danke für die X-Markierung, liebes Spiel. Was leuchtet denn da so? Also. Warte mal. Ist das? Ich weiß, wo wir sind. Vom Breath of the Wild weiß ich doch, da ist doch Koga in die Tiefe gestürzt. Das sieht doch jetzt wieder nach einem Rätselschrein aus. Da war es da unten, wo er in die Tiefe gestürzt ist. Einer von beiden der Löcher war in der Tiefe gefallen. Im Gleichgewicht. Oh, das ist blöd. Heute bin ich nicht im Gleichgewicht. Ich glaube, ich muss es einfach nur so machen. Aber warte mal, kann ich vielleicht das so einfrieren? Warum ist das da?
kann hier runter. Okay. Ich kann die Sachen verschieben. Die Kiste. Okay. Ah, Mist. Kann ich auch nicht verschieben. Warte mal kurz. Ich kann das auch nicht so greifen. Weiter da haben. Kriege ich dafür doch raus? Ja. Komm, ich nehme dich mit. Let's
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, das müsste reichen. So, dann. Ich hoffe, du schießt mich jetzt in die Luft. Nicht wirklich. Naja. Ich will auch zur Truhe kommen. Naja, egal. Hol ich hier mal eine Zeichen der Bewährung ab. Die Tore hole ich mir irgendwann offscreen. So, das überspringe ich mal, kennen wir ja schon. So bedeutet, wir können wieder zurück zum Turm gehen und den letzten Schrei machen. Zumindest für diesen Abschnitt, dann gehe ich mal kurz ein Herz neu holen und dann geht's mit der Hauptstory weiter. Was in diese Richtung? Wo auch immer der letzte Schrein ist. Scheinbar hier irgendwo. Hier ist doch nichts. Ah, doch, da. Habe ich nur nicht gesehen.
Au. Kugelfahrt. Oh nö. Ew. Da ist die Kugel. Ach, sichern. Brauche die Kugel, um zur Truhe zu kommen. Oh Gott, ist noch mehr Kugelarbeit. Was haben wir? Energiesphäre. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Nein. Ach so, das rollt direkt da runter. Nein. Ist die Kugel jetzt weg? Die Kugel ist schon mal nicht da. Ach, da ist die Kugel wieder. Okay. Ich warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, das sollte reichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. So, jetzt aber. Denkt ihr, hä?
Wie, das gehört nicht dahin? Nevermind. Ich sehe schon, wofür die Kugel eigentlich gedacht ist. Nein. Komm zurück. Warte, machen wir mal. Vielleicht kommen wir neu. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Soll ich denn da dran kommen? Ich bin ein bisschen überfragt. Warte mal kurz. Vielleicht. Komm ich bestimmt mit, ne? Da bin ich nach da oben. Ne? So. Und ihr kommt mit. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, so. Ja, roll da rein. Perfekt. Oh, dann haben wir es ja geschafft, ne?
Zeichnerbewährung. So, und jetzt einmal kurz zu den Ornis. Warum habe ich mir das denn eigentlich markiert? Und hole ich mir dann ein neues Herz ab. Und in der nächsten Folge geht es dann wirklich mit der Hauptstory weiter. Crocs haben wir gesammelt. Hallöchen, Croc. Wobei mehr Ausdauer auch nice wäre, aber ich bin mehr Herzen. Wir können ja immer tauschen. Oh, hatte ich das bis dato noch nicht eingesammelt? Krass. Waren einfach nur Fragezeichen drin. Hm. Du hast Herausforderungen bestanden und Segenslicht erhalten. Ich erbitte Herzen. Oh, ich bin in der zweiten Reihe angelangt. Wunderschön. Okay, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bis dahin, Tüdelü.